Hallo, hallo, mein Name ist Jael, herzlich willkommen in meinem Plenty Sanctuary. Ja, wie ihr seht, immer noch mitten im Umzug. Also in ein paar Tagen geht es jetzt endlich los. Ich fahre heute zu Tobarben in Hasefeld, weil mir wieder ganz viele von euch geschrieben haben, dass sie gerade super schöne Pflanzen dort haben. Unter anderem Monstera variegatas. Und da muss ich natürlich hinfahren und mir das angucken. Deswegen fahre ich heute mal rüber, guck, was sie so da haben. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich immer, zu Tobarben zu fahren, weil man da immer so seine Ruhe hat und in Ruhe gucken kann. Und das finde ich sehr schön. Ja, ich bin sehr gespannt, was sie gerade so da haben. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Let's go. Es geht los. Oh mein Gott. Ich bin so excited. Oh, süß, kleine Feigen. Geil. 5,99. Ich habe ja überlegt, ob ich mir jetzt für die größere Wohnung eine große Feige holen soll. Aber ich weiß echt nicht, ob ich es nochmal probieren soll. Weil meine sind immer so elendig verreckt. Ich weiß nicht, ob ich mir das selber nochmal antun will. Aber irgendwie wäre das schon geil. Ich finde die gerade richtig schön, die Efeutute. Die ist richtig schön gelb. Skandens haben sie auch da. Ich liebe das. Wenn man so vormittags hier ist, ist es immer so ruhig. Ich bin einfach ganz alleine hier. Ich kann alleine durchdrehen. Love it. Die haben auch immer so geile Babyplants. Eine Moonlight. Oh mein Gott. Hä? Eine Baby, nicht wirklich Baby Moonlight. Die ist ja richtig groß. Für 3,99 €. Die nehme ich mit. Ich liebe ja meine Moonlight. Und das ist echt, also die ist ja gar kein Baby mehr. Direkt in the basket. Okay, ich sehe wie immer die geilen Dragon Scales, aber eine richtig große für 42. Krass. Also ich habe die tatsächlich noch nie so in der Größe gesehen, muss ich sagen. Immer nur diese Standard-Mittelgröße irgendwie. Aber die ist ja richtig riesig. Wahrscheinlich, weil die bei jedem immer voll stirbt. Und dann haben wir hier noch Ziprinas. 23, auch richtig guter Preis, ey. Oh, jetzt haben sie hier auch wieder so schöne Töpfe, ne? Das wird ja auch wieder gefährlich, ey. Okay, oh mein Gott, ich sehe schon sehr, sehr schöne Sachen hier, oh oh. Okay, also erstmal eine Longiloba sehe ich für 28, aber eine richtig große. Sehr hübsch. Und, hallo! Die Diffenbarkien. Ich muss ja sagen, ich mit meinen Diffenbarkien, ne, ist ja immer so eine Sache. Aber die hier erinnert mich total an die Moonlight tatsächlich. Aber halt mit diesem dunkelgrünen Rand. Die finde ich tatsächlich ganz schön. Maculata. Okay. Ja, die ist ganz hübsch. Die String of Hearts haben sie jetzt für 12. Ich glaube, Anna hatte ihr letztes Mal hier gekauft. Die sehen auch echt gut aus, muss ich sagen. Meine zu Hause sieht gerade nicht so Bombe aus. Caladium oder Calocasia, ey, ich weiß es nie. Hier steht Calocasia, okay. Für 16. Die mögen auch viele von euch sehr gerne, glaube ich. Ganz coole dazwischen. Und ich sehe eine kleine Angel Wings für 12,99 €. Habe ich auch noch nicht gesehen in der Größe, tatsächlich. Okay, oh mein Gott. Ich zeige euch jetzt mal einfach, was ich sehe. Quietschis kommen gar nicht mehr raus. Oh mein Gott. Hey, die sind so schön, ne? Dieses Meer einfach schon wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wie viel kosten die? 200, genau. Das hatte mir auch jemand Liebes von euch gesagt. Und ich muss sagen, also die sind so groß, ne? Das ist echt ein guter Preis. Oh nee, ey. Ich glaube, die kosten alle 200. Ich guck nochmal hier rein. Ja. Aber guckt euch mal bitte an, wie riesig die ist. Also das hier ist eine. Also ich weiß auch nicht, was ich mir dabei dachte, jetzt hierher zu kommen. Ich wusste ja, dass sie die hier haben. Ich wusste auch, dass ich verlockt sein werde. Aber ich denke immer so, nee, ja, ist schon klar, dass du dir keine kaufst. Guck sie dir an und so, aber
Also wäre ich nicht gerade mitten im Umzug und hätte absolut kein Money übrig für 200 Euro Pflanzen, ich weiß nicht, was ich dann getan hätte. Wir wissen alle, was ich getan hätte. Aber zurzeit ist das leider echt nicht drin, ne? Aber echt richtig schön aus. Nein, dieses Blatt. Richtig schön. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Und zwar sehe ich hier noch eine, auch ganz süße, das ist diese Dino Feed. Für 12,99. Die habe ich auch erst ein paar Mal in echt gesehen. Die Form erinnert mich ein bisschen an Raffaella. Aber die zum Beispiel erinnert mich dann wieder voll an Green Violin. Also ganz verrückte Mischung. Und da hinten sehe ich eine Narrow 17,99. Also ich habe auch das Gefühl, die Namen sind immer überall anders. Also mal ist das eine Narrow, mal ist das eine Caramel. Und jetzt irgendwie noch andere Namen, ich weiß auch nicht. Die ist auch echt süß, ne? Also die Varis, Leute, die sind echt schön. Das Ding ist halt auch, ich habe richtig Angst mit meinen Monstera Variegatas, dass die den Umzug nicht gut überstehen, muss ich echt sagen. Und die eine sieht bei mir jetzt schon so ein bisschen bedroppelt aus. Ich weiß nicht, ob die das so gut überstehen wird. Was ich sagen wollte, ist, falls ihr noch keine habt, ich habe ja eigentlich schon zwei, aber falls ihr noch keine habt, dann kommt auf jeden Fall mal hier vorbei, wenn ihr eine haben wollt. Aber ich muss sagen, die sehen echt richtig gut aus. Das ist richtig schön, ey. Oh Gott. Mein Herz stirbt. Okay, wir gehen mal weiter. Auch richtig lang, die String of Hearts, ey. Geil. Ah, hier ist noch eine Dings. Was steht hier jetzt? Pink Passion. Okay, das ist auch immer überall anders. Die finde ich ja auch ganz wild. Ganz schön. Hier sind auch so ein paar große von den Standards zwischen. Was ich auch richtig krass finde, der Imperial Green heißt es, glaube ich, ne? Oder so. 17 Euro für diesen großen Philodendron. Ist auch echt nice. Und die großen Monsteras und so, also sind immer echt schöne Sachen dazwischen, ne? Ich guck nochmal bei den Töpfen. Tatsächlich werde ich nämlich noch ein paar Töpfe brauchen. Und die haben ja immer so schöne. Allein dieser hier ist richtig schön. Für 11,99. Die haben auch immer so geile Deko. 10 Euro. Okay, Deko, ich muss schnell weg. Aber auch die Farbe ist richtig schön. Oh, ich glaube, den muss ich mitnehmen. Die Farbe ist richtig schön, so dunkel-khaki. Auch geil. Nein. Oh nein. Was haben sie denn hier versteckt? Oh mein Gott, eine Bratianum. Oh mein Gott. Hold on. Oh ja, okay. 12,99, die kommt ja mal direkt mit. Oh mein Gott. Hä? Ich hab die gar nicht gesehen. Oh, die alleine, ey. Und allein die Pink Princess. Diese fetten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was die kostet. Weil wir wissen ja, der Preis momentan sehr unterschiedlich. Ich krieg die nicht raus. Oh, help. Die krieg ich raus. Und zwar 31,99. Guck mal, wie fett die ist. Oh, wow, voll schön. Heftig. Okay, die ist echt richtig groß. Die ist echt schön. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Ich werde mich irgendwie nie daran gewöhnen, dass Pink Princess, White Princess, die ganzen jetzt so günstig sind. Ich kann mich daran einfach nicht gewöhnen. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie kriege ich das noch nicht in meinen Kopf rein. Ich brauche noch ein bisschen, Leute. Und ich sehe auch, sie haben die Clarinervium. Eine haben sie noch da. Oh, kostet die jetzt 36,99. Oh, riesengroß. Auch richtig schön. Ich liebe die ja sowieso, ne? Also okay, aber mit dem Brantianum, das finde ich auch richtig krass. Für 12,99. Die ist echt groß. Also die ist richtig schön. Finde ich krass. Welche nehme ich denn mit? Ich habe auch eigentlich zwei zu Hause, ne? Es ist echt schlimm. Aber wenn man dann so eine wieder in der Wildnis sieht, denkt man wieder, oh, ich muss die doch haben. Ich nehme die auch mit. Ist mir egal, was ihr sagt.
abgeholt auch noch. Okay, wartet, wartet, wartet. I mean. Das steht jetzt außer Frage, ne? Richtig schön. Brauche ich noch einen Topf für dich? Ich glaube ja. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Also ich zu dem Monstera war egal, das darf ich gar nicht mehr gucken. Das verlockt mich zu sehr. Ja, finde ich auch krass, auch dass noch so viele davon da sind. Ne? Also beeilt euch, wenn ihr eine davon haben wollt. Ich glaube, die werden schnell weg sein, ehrlich gesagt. Aber hier ist ja auch wieder das Geile mit dem Nachbestellen. Ich vergesse das immer. Wenn ihr zum Beispiel hier eine seht, wo ihr sagt, ey, die will ich haben, aber ich habe Angst, dass die nicht mehr da ist, sonst könnt ihr die immer nachbestellen, was ich ja liebe. Ne? Also sehr gefährlich, aber I love it. Ja, ich bin wieder da und ich muss sagen, ich bin super glücklich. Also ich habe wirklich ein paar schöne Sachen mitgenommen, die zeige ich euch jetzt natürlich auch. Aber ich muss echt sagen, die Monstera Variegatas waren der Hammer. Also die Qualität war echt richtig gut. Ich hätte sehr gerne eine mitgenommen, aber zurzeit geht das leider nicht. Genau, ich zeige euch jetzt, was ich mitgenommen habe. Und zwar habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, habe ich den kleinen Philodendron Moonlight mitgenommen für 3,99 €. Und ja, er ist nicht so klein. Also ein kleiner ist gut. Der ist ganz schön groß. Ich werde den direkt erstmal umtopfen. Und ja, finde ich unglaublich. Also ein bisschen größer und der kostet sonst schon 10 €. Also einfach ein absolut Hammerpreis für die Größe. Ich freue mich richtig über den. Und dann habt ihr euch ja wahrscheinlich alle schon gedacht, musste ich einfach die Brantianum mitnehmen. Also ich meine, wie schön ist die? Und das für 12,99 € ist einfach absolut ein super Preis. Und die ist so groß. Also die braucht jetzt auch erstmal direkt einen Rangstab. Ja, finde ich richtig geil. Ich habe die da auch noch nie gesehen bei Tobaben, muss ich sagen. Und ja, finde ich echt richtig schön. Die hatten sehr schöne Exemplare dort. Und ja, die musste ich einfach mitnehmen. Passend für die Brantianum, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, habe ich den Topf mitgenommen, diesen Kaki-Topf. Ich finde den richtig schön. Der hat auch nur 5,99 € gekostet. Finde ich echt günstig, muss ich sagen. Töpfe können ja wirklich teuer werden, aber absolut guter Preis. Und da genau kommt dann die Brantianum rein, mit einem Rangstab natürlich noch. Ich finde, das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Dann habe ich noch zwei Töpfe mitgenommen. Und zwar, wenn ich jetzt in die neue Wohnung ziehe, wird sich definitiv einiges ändern. Aber unter anderem werde ich auch versuchen, so ein bisschen auf dunklere Farben zu gehen. Nicht alles in Terrakotta zu halten. Deswegen habe ich jetzt zwei schwarze Töpfe mitgenommen. Ein etwas kleinerer und ein größerer. Die waren bei 4,79 € und 3,49 €. Also auch super guter Preis und ich finde, die sehen so schick aus, also so sleek. Und wenn ich dann die Moonlight umgetopft habe, werde ich die, glaube ich, hier reinstellen. Ich meine, wie schön sieht das aus? Ja, also ich bin mega happy mit meiner Ausbeute, muss ich echt sagen. Ich finde, ich habe echt schöne Sachen gefunden. Wie gesagt, die Monsteras, ja, aber ich muss stark bleiben, also es geht einfach gerade nicht. Ja, aber wie schon bereits gesagt, wenn ihr keine Monstera Variegata habt und unbedingt eine haben möchtet, aber ihr vielleicht nicht unbedingt bestellen wollt oder die nicht immer so gut aussehen, da würde ich echt sagen, fahrt einmal vorbei und nehmt eine mit, weil die sind echt schön. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall meinen Instagram ab. Da kriegt ihr gerade sehr viele Updates, was so Umzug angeht und neue Videos und so. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!